Respawn. Der hätte auch schon hier unser Doktor gebrauchen können. Jo, bis später, Shedediah. Oh, Mistviecher, meine Helden waren gerade wie neu. Frisch poliert und alles, und jetzt hat man wieder Dellen in den Lack gehauen. Meh. Ich weiß, dass wir einen Fluchtzauber haben, aber ich möchte... Ich denke, unsere Werte haben sich erhöht. Warum machen die überhaupt keinen Schaden? Okay. Ist okay. Joink. Falsche Taste gedrückt zum Drehen. Dann gerade mal jemand Ausrufezeichen Uptime in den Chat hauen. Und wieder voll reinmarschiert. Jo, danke. Die Würgewurzel. Bluff. Hm.
Sagen, naja, wenigstens nicht wieder eingeschlafen und vergiftet. Boop-Status-Effekt. Betrachte dich als gejätet. Da muss ich hier noch mal kurz zurückäumeln. Gerade mal gucken, ob die Säule noch hinten steht. Ne, die ist wieder unten, das habe ich befürchtet. Weil da oben gab es ja noch was. Ich denke mir halt, irgendwie. Ah, ja, ich Honkus. Dass das mit den anderen Töpfen vielleicht zu tun hat, dass wir da rüberkommen. Da ist sicher nichts, Knopf. Da ist das Loch unten in der Ecke, dann ist hier vielleicht noch something. Ah. Tada. Aha. Ein Raketenring. Ein Raketenring. Verdammt, kommt mir das Gebiet gerade bekannt vor. Wieso? Spitzhorn macht das Ding auf jeden Fall alles besser und ist besser wie nichts. Weiß nicht. Obwohl, jetzt können wir ja auch sagen, dieses, wir haben das Drachenei von hier. Dann können wir auch den Fluchtzauber benutzen. Ist auf jeden Fall fixer unterwegs als irgendwas anderes, bevor wir dann jetzt hier auf dem freien Feld wieder von den Hühnern überrannt werden. Die sich jetzt interessanterweise nicht getraut haben. Athea, wo ist meine Mutter? Es tut mir so leid, ich konnte sie nicht retten. Oh nein! Ich vergib mir, bitte. Ich hab versagt. Athea. Dupla, bitte vergib mir. Konnte dir meine Mutter helfen, Athea? Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich nicht überlebt. Dann war ihr Tod also nicht völlig umsonst. Nun kann sie wenigstens in Frieden ruhen. Ja, so gehen Kinder damit um. Sind alle Elfen so emotional stark? Das war für sie nicht einfach. Ob Mensch oder Elf, die Trauer bleibt gleich. So, nö, aber wir haben die Pläne zurück. Dann können wir ja zurück hier zur anderen Hafenstadt. Wo hatten wir denn unseren Dampfer geparkt? Ach nee, wir sind über den Berg marschiert. Dürfen wir jetzt hier den ganzen Mist hier jetzt auf links gedreht machen? Hä, wie soll das denn funktionieren? Du bist doch zum Berg wiedergekehrt. Und
Und deswegen heißt er hier Berg ohne Wiederkehr. Nee, aber wir haben doch Teleportzauber, ich honk. Ja, Mama Dad. Oh, passiert halt. Bestechende Logik. Mach mal den Warp. Das Warp. Exerion ist fertig. Drückt den Knopf, wenn ihr auf dem Meer fahrt, um tauchen zu können. Wie war doch gleich nochmal dein Name? Ich heiße Atea. Ich bin Lexis und es tut mir leid wegen der Verschmutzung. Das kommt bestimmt nicht wieder vor. Dann ist ja alles in Ordnung. Katgeil, gibt es Neues von Amon? Ich nehme an, dass er sich wieder ins Meer gestürzt hat. Die Menschen dieser Stadt haben eine Lichtkugel in der Nähe von Baleara gesehen. Aha. Baleara ist im Westen und liegt alles in deiner Hand. Nun liegt alles in deiner Hand, Katka. Ja, ich weiß. Ja. Ja, wie geil ist das denn? Ah, okay, ich kann also nur hier in den tieferen Gebieten tauchen. Ah, okay. Das hat's gebracht. Oh, wer bist du denn? Elfenhain. Ich wiederhole. Ah, das hat's gebracht. Mal auf nach Westen. Baleara. Die Mucke erinnert mich gerade voll an Terranigma. Wollen sich dein Schiff jetzt in ein U-Boot für... Ja, genau. Das höllische Siegel wurde gebrochen. Unsere Erde steht bevor. Unser Ende steht bevor. Davor und gerade jetzt. Man muss das Siegel gebrochen haben. Ob es mit den Lichtkugeln zusammenhängt? Seid gegrüßt, Fremde. Schaut euch in aller Ruhe um. Ich habe Waffen und Rüstung. Der Nebelding. Der Platin-Kalle. So, jetzt haben hier auch alle das aktuelle Optimum. Dann können wir gleich wieder Cluedo füttern. Kapschel. Bock auf einen Schrauber. Haben wir den Schrauber? Nee, wir haben Koma-Salve. Hey Mike! Du hast auch gezockt und hi. Grüß dich. Hast du denn auch die Ahnenhöhle komplett wie ich? Oh, wir haben drei Ego-Schrauber. Duplex-Klinge, hoffentlich reicht das Zeug noch für die nächste Weiterentwicklung. Yeah. Jawohl!
Und Cluedo digitiert zu. Was zur Hölle? Ich zur Hölle mit aus einem Pegasus. Hulk, der in einen Beutel kackt. Was zur Hölle soll das sein? Scheiße. Und da kommt noch eine Form, ja, die legendäre. Stufe 4, futtern. Aber mal schauen, ob du jetzt nochmal hübscher wirst. Okay. Jetzt bist du ein Garados. Okay, für den Captain haben wir nicht die passende Frucht. Und für Sneeze haben wir erstmal noch nicht genug Futter, aber das kommt dann noch. Wenigstens kein Wutmonster mit einem Kackbeutel. Deswegen hier für den Captain Drunk brauchen wir die Nachtfrucht, die haben wir nicht da. Ein Wutmonster mit Kackbeutel. Alter, wie gut. Tornado Drangler und Kurzschluss. Ich glaube, das Garados ist weiblich, weil Kurzschluss, das ist so meistens eine weibliche Fähigkeit. Das war der chauvinistische Witz des Tages. Der Südtempel ist schon immer da. In ihm sollen Dinge sein, die noch nie ein Mensch gesehen hat. Ich hörte im Inneren etwas Verborgenes, das mit dem legendären Schwert zu tun hat. Du Gentleman. Ha. Sonst noch was? Ob der Südtempel im Süden liegt? Swok. Ja, kann man doch bestimmt unter den Landmassen dann später durchtauchen. In diesen seltsamen tiefen Stellen, die immer davor sind. Und so gefühlt. Deswegen, der Fleck da oben, der sieht doch wirklich... Oh, guck mal, noch ein Elfentempel. Rachetempel. Revenga! Ich glaube, da müssen wir erst für springen können oder so. Oh, ich find's gerade lustig. Wir haben gerade mal hier einen Spieleberater geguckt und da steht gerade so ein Twixer. Und der Typ eben hieß doch Amon. Deswegen, Twixer hat all ihre Kraftreserven gebraucht, um gegen Gardes zu bestehen.